Wir sitzen zum dritten Mal heute hier zusammen und wir haben inzwischen Minuten gehabt, wir haben uns kaputt gelacht und es ist die Zeit und da sind wir auch schon beim Thema Wohnen auf Zeit. Wir sind im Bergmann Boarding House in Osnabrück und ich begrüße nochmal zu meiner Rechten Frau Kneisel und den Herrn Stefan Knie. Guten Abend, Frau Arnold. Guten Abend, Herr Knie. Herzlich willkommen im Bergmann Boarding House. Vielen Dank. Und ja, wie muss man sich das vorstellen, das Konzept Boarding House und was bedeutet Boarding House? Wie können wir das den Zuschauern erklären? Boarding House kommt aus Amerika, ist Serviced Apartment. Es sind also möblierte Apartments, möblierte Wohnungen, wenn Gäste, Menschen in einer fremden Stadt leben müssen, aber zugereist sind, Jobhopper und nicht ein Hotel nutzen möchten. Es ist also die Alternative zum Hotel. Ist das Boarding House so eine Art Obdachlosenasyl für heimatlose Spitzenverdiener? Nein, das ist es nicht. Das ist sehr provokant, aber das ist es nicht. Wir sind kein Heim, wir sind ein Boarding House, die Alternative zum Hotel. Und Sie müssen nicht Spitzenverdiener sein, um bei uns zu wohnen. Okay. Ja, es sind also ganz normale Kurse. Mhm. Ja. Wie sieht Ihr typischer Mieter aus, beziehungsweise Ihr Gast? Das ist ja eher der Gast, der hier angesprochen wird. Ja, der typische Gast ist der klassische Geschäftsreisende, sowohl hier in Osnabrück wie auch in unseren Häusern in Bielefeld und in Berlin. 95% unserer Gäste arbeiten in der entsprechenden Stadt und das letzte 5%, das sind halt Touristen, Privatleute, die die Stadt besuchen wollen, die Verwandtschaft besuchen wollen. Mhm. Und welchen Service bieten Sie an? Wir bieten einen generellen Service an, dass alle Räume voll ausgestattet sind. Sie sind autark hier. Wir haben die wöchentliche Reinigung, wir haben die Endreinigung, wir haben Waschmaschinen, wir haben Trockner, wir haben voll ausgerüstete Küchen in jeder, genau, wir können die ruhig zeigen, in jedem Apartment. Da ist von der Mikrowelle, Spülmaschine, Ceranfeld, Kaffeekocher, ja. Teekocher. Alles drin. Und Bügelbrett. Und Bügelbrett. Und Bügeleisen gibt es im Bad. Das ist wie zu Hause, würde ich mal sagen. Ja. Und die Geschirrspülmaschine. Genau, das ist wie zu Hause. Unsere Aussage oder unser Leistungsversprechen ist auch ihr Zuhause auf Zeit. Weil wir möchten halt, dass die Leute, die in unseren Häusern wohnen, dass sie sich in der Fremde zu Hause fühlen. Mhm. Ja, weil die neue Umgebung ist stressig genug und dann, wenn sie abends hier hinkommen, sollen sie Tür zumachen können und sagen, gut, wieder einen Tag geschafft, ja, jetzt kann ich für den nächsten auftanken. Ganz schnell, wie sieht's aus? Internet? Wireless LAN auf allen Apartments. Blu-ray? Auf allen Apartments. Tiefgarage? Ist auch fertig mit Zugang direkt zum Boarding House. Mhm. Wie groß sind Ihre Apartments? Die Apartments sind von 20 bis 50 Quadratmeter. Mhm. Der Fokus liegt auf 20 bis 30 Quadratmeter Apartments zum Nikolaiort und hinten noch 27 Stück zur Schwedenstraße. Mhm. Also 38 insgesamt. Insgesamt, ja. Ja, super. Und in Berlin, das ist ja so die Hauptstadt, die Metropole, da ist auch ein Boarding House von Ihnen. Ja, in Prenzlau. Und ja, was würden Sie sagen, wie viel könnte Osnabrück noch gebrauchen? An Boardinghäusern? Ja. Eins noch. Eins noch. Ja. Und auf welchem Fleck der Erde würden Sie noch ein weiteres gerne aufmachen wollen? Beruflich habe ich da schon meine Zielvorstellung im Westfälischen. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Alles klar. Ja, ist doch ein Geheimnis, wo man weiterhin nochmal nachhaken kann vielleicht. Ne? Jederzeit gerne. Und ja, wie sieht es aus, wenn ich jetzt... Wir kommen von der Konferenz angenommen und wir haben echt 23:45 eine Uhrzeit, die nicht typisch ist und wir haben richtig Hunger. Wo kann man... Und wollen man das Ceranfeld nicht beschmissen? Sie wollen das Ceranfeld nicht beschmissen, ja. Aber auch die Mikrowelle nicht beschmissen. Nein, unsere Standorte sind zentral. In Osnabrück sitzen wir am Nikolaiort und direkt hier haben Sie, ich schaue gerade drauf, das Café Barcelona, Sie haben das Vapiano, Sie haben McDonald's. Worst-Case-Szenario und im Haus ist auch Furino. Also für diese Essen oder für dieses Essen um diese Uhrzeit, zu anderen Uhrzeiten natürlich auch, ist hier gesorgt. Und Frühstück ist wahrscheinlich auch kein Thema, denke ich. Frühstück ist auch kein Thema. Wir haben keinen Frühstücksraum, weil wir kein Hotel sind. Wir haben sicher einen Kooperationspartner, bei dem unsere Gäste frühstücken können und ein, ich sag mal, ein zweiter ist in Arbeit. Okay. Ja, ja, so. Wunderbar. Bedanke ich mich an dieser Stelle bei Ihnen, Frau Kneisel, und bei Ihnen auch, Herr Knie. Und wenn Sie noch Fragen haben, Sie können auch unter www.bergmannboardinghouse.de gerne nochmal einen Blick drauf werfen oder ansonsten die Ansprechpartnerin Frau Kneisel steht Ihnen jederzeit gerne beratend zur Verfügung, denke ich. Sehr gerne, sehr gerne. Vielen Dank. Sehr gerne. Vielen Dank auch an Sie, Frau Arnold und Herr Knie. Vielen Dank fürs Interview. Dankeschön.